Florida Xavier mit 4, Part 11 und es geht jetzt direkt los. Denn beim letzten Mal habe ich ein bisschen versagt, habe ich jedenfalls nicht auf das Leben geachtet. Und ich schmeiß es einfach, ich spam hier. Ich glaube, oben war noch jemand. Okay, warte mal, ich mache hier noch eine Grenze. Das war doof. Das war erst weiter hinten. Das setze ich auch nochmal zu Schild auf. Was? Ach, da stimmt, der war ja oben. Die können ja auch von oben kommen. Diese Schweine. Das kann ja jetzt was werden. Okay. Und das war schon wieder. Ey. Ah, cool. Das haben wir auch. Ich lade das nochmal alles schnell nach. Habe ich. Okay. Ich kann munitionstechnisch nichts mehr aufnehmen. Jetzt wird gleich lang. Ich schaue mich erstmal wieder ein bisschen um. Beziehungsweise das Looten schneide ich mal wieder raus. Okay, wieder da. Ich will natürlich da oben an das Teil ran. Dazu werde ich wahrscheinlich erstmal hier hoch müssen. Oder da gab es ja noch einen Weg. Oh Mann. Ja, hier. Ja, was. Super. Finde ich gut, dass wir immer so eine Wege haben. Okay. Ich glaube, das war jetzt wirklich nur dafür gewesen. Ja, das war nur dafür gewesen. So, wir hatten ja irgendwo noch einen anderen Weg. Hier drüben war es hier. Hier. Alles klar. Ja, dann können wir jetzt hier hoch. Wir sind auf dem Dach. Gut. Geht's noch, Mr. Bishop? Kann's kaum erwarten, dass wir hier rauskommen. Kann ich mir denken. Yep. Und wir haben wieder volle Lebensenergie. Ganz schön knatschig. Ich hoffe, so schwer sind wir nicht. Intervall 5, Evakuierung, Überrumpelung. Situation. Der 4-Einsatzagent hat die Geisel Aldous Bishop befreit. Der Mann behauptet, über Harlenwelt verhört worden zu sein, einen leitenden Forscher bei Amalcom. Welcher Verbleib ist unbekannt. Bishop berichtete auch, dass er einen Kollege von Wales Tochter Alice sein. Es wird vermutet, dass sie von Replikantenstreitkräften ins Visier und möglicherweise bereits gefangen genommen wurden. SSCGD-Einsatzagent Douglas Holiday begleitet Bishop zur sofortigen Evakuierung auf das Dach. Die technische Offizierin von 4 setzt die forensische Untersuchung am Schauplatz des SSCGD-Massakers fort. Es gibt Anzeichen dafür, dass viele Amalcom-Mitarbeiter exekutiert wurden. Mission: Der 4-Kampfeinsatzagent trifft sich mit Holiday in der Helikopterlandezone HLZ. Dann schauen wir mal. Also, müssen wir jetzt nach oben? Ich habe nicht Kontakt mit dem Helikopter.
Okay, Moment. Ich werde das mal looten. Warum habe ich das jetzt im Kopf? Egal. Hauptsache ist. Moment. Okay, Moment. Behalte ich. Behalte ich eh. Gut, ich hätte auf den Kopf zielen sollen, dann wäre es nicht so schlimm gewesen. Aber hey, ich liebe. Okay, was hattest du? Das denn? Ah, nee, fuck it. Okay, dann gehen wir hier mal runter. Entspannt. Ah, jetzt habe ich die Shotgun nicht mehr. Egal, muss so gehen. Muss so gehen. Ich sollte... Da ist immer noch jemand. Wo? Frechheit. Okay, haben wir hier was? Okay. Gut, jetzt habe ich... Davon wieder relativ viel. Das ist gut. Granat sollte jetzt mal ein bisschen... Ja, weniger machen. Also nicht so sehr verschwenden. Jetzt kriege ich die Bewaffnung. Und die kann ich auch gebrauchen jetzt gleich. Sehr schön. Ja, es ist besser, wenn ich immer nur eine Waffe immer wieder wechsle. Später kann es aber schwierig werden, weil daran so richtig viele gute Waffen immer sind. Ja, nee, die werde ich bestimmt nicht nehmen. Okay, warte, ich gucke erstmal, ob es hier wieder was anderes gibt. Oh. Das nehmen wir doch alles schön auf. Ja, und schon wieder. Glaube ich, dass wir zu viel haben. Ja, naja. Es ist auch ums Leben, also, ja, um Leben vielleicht ein bisschen, aber um Munition muss man sich auch keine Sorgen machen. Also, ich glaube, wenn man immer so nur eine Waffe auswechselt, dann geht das. Aber wie gesagt, später kommen halt sehr viele gute Waffen und das wird dann problematisch. Ich weiß, dass ich immer so in der Mitte von diesem Gebäude. Also, in der Mitte von der Star, wo man in diesem Gebäude ist, dass man da so ein bisschen Munitionsknappheit bekommt, aber das ist so selten. Also bisher, naja, Munition sieht sehr, sehr gut aus, ne? Ah, da haben wir wieder die Waffe. Und die will ich jetzt noch ein bisschen aussparen, weil die können wir später wirklich gut gebrauchen. Mich hier kommen, ne? So. Hier. So. Das können wir auch mal direkt ersetzen. Ja, von da sind wir gekommen. Sehr schön, dann geht's auch schon wieder. Alter, wie viel Leben und Munition soll ich denn noch mitnehmen? Ah, hier, komm. Wenn alles schon da ist. Nein, geht's nicht. Gut, dann gehen wir direkt weiter. Informationen über den Zwischenfall bei Armacom. Ein Sprecher der Firma räumte ein, dass viele Angestellte sich zum Zeitpunkt des Vorfalls noch im Betrieb aufhielten. Über das Befinden der Betroffenen wurde nichts bekannt. Seit ihrer Gründung 1964 gehört die Armacom Technology Corporation mit einem Umsatz von rund 8 Milliarden Dollar und fast 60.000 Angestellten zu den größten Rüstungskonzernen des Landes. Der Konzern hat sich auf Satellitentechnologie, Bodenkommunikation und hochentwickelte Waffensysteme spezialisiert. Ja, die hochentwickelten Waffensysteme, die kriegen wir schon so ein bisschen mit. Ja, da kommt noch mehr. Und darauf freue ich mich schon. Okay,
Ich schau jetzt mal. Liegen unter Beschuss. Holt uns schnellstens hier raus. Was ist da los? Bishop ist getroffen. Bishop ist getroffen. Er ist hier. Das war ein eigenes Feuer? Scheint mir kein Zufall zu sein. Ich glaube, sie haben absichtlich auf Bishop gefallen. Was zum Teufel treibt ETC da? Sie haben ihm wohl nicht geglaubt, dass er die Klappe halten kann. Mann, hoffentlich irren sie sich. Alle Mann in Deckung. Ich kümmere mich darum. Jagt ihn heraus. So, deswegen ist das jetzt mich. Oh je. Irgendwer hat eine Granate geschmissen. Da muss. Okay. Ah, ich sehe halt nichts, ne? Oh, da kann schon wieder vier Feuerrand sein. Hier bin ich auf jeden Fall vorsichtiger, weil das kann ja alles so schnell schief gehen. Okay, ich geh mal kurz zurück. Ich guck nur noch mal, ob wir. Also Lehm kann ich sowieso noch mal reinholen. Hier. Sehr schön. Ja, natürlich! Ah, cool. Ja gut, also Granaten kriegen wir auch eigentlich mehr als genug immer. Aber ja, ich wollte jetzt einfach nur auf Aufnehmen drücken und schon, ja. Ich versehne dich auf die G-Taste. Na egal. Schon. So, ich kann mich also noch einmal hochheilen. Deswegen. Ah, ich glaube, ich habe die aber beide erwischt. Okay, irgendwer. Meldet sich aber immer noch zu Wort. Jetzt speichere ich ab. So. Ich glaube nicht, dass sofort jetzt jemand wieder kommt. Deswegen werde ich erstmal hier so. Erstmal schaue ich, ob es hier nicht irgendwie wieder ein Fisch. Ah. Alles klar. Hier lang. So. Ich brauche Hilfe. Das haben wir gleich wieder voll. Ah, nee. Da, jetzt haben wir es voll. Ja, seht ihr? Eieiei. Okay. Ich schneide mal kurz. Tada! Oh, Moment. So, dann geht's auch schon weiter. Schauen wir jetzt mal hier. Ich weiß nicht mehr, wo genau es weitergeht. Ich glaube, es gibt mehrere Wege. Mhm. Die beiden nämlich. Bishop wurde neutralisiert. Gute Arbeit. Arnis Männer suchen noch nach Alice Wade. Seht zu, ob ihr ihn heiß finden könnt. Wird gemacht. Ah, Pistole. Er ist hier drüben! Okay, ich schau jetzt mal auf der anderen Seite. Ich glaube, da müssen wir sowieso erstmal lang. Oder war das nur ein Versteck? Ich hab keine. Ich schau erstmal. Hier haben. Ja, einfach nur einen anderen Weg. Vielleicht nehme ich erstmal die hier, damit die ein bisschen leer. Ah, das Problem ist, ich weiß nicht, was noch kommt. Auf der anderen Seite. Ich weiß, es kommen noch gute Waffen. Hi. Kommst du her?
Ah ja, von hier möchte ich hier kommen, alles klar. Gut, der Kreis hat sich quasi geschlossen. Okay, aber noch die Shotgun. Oh Gott, jetzt kriegen wir halt einen Überfluss an Waffenwahl und an Munition insgesamt. Außer die nehme ich sowieso nicht auf. Ja, ich nehme die erstmal. Weil meines Erachtens. Hallo? Weil meines Erachtens kommen jetzt noch andere Waffen und. Ja. Da will ich die lieber vorher verschwendet haben. Lieber sinnvoll als sinnlos verschwenden. Ziemlich kopflose Sache. Okay, schauen wir erstmal, was die an Munition haben. Ah ja. Ja, wie gesagt, ich bleibe erstmal bei der Bewaffnung. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. 90, Alter. Das ist eine echt gute Waffe. Deswegen bleibe ich auch jetzt erstmal dabei. Ich werde jetzt die Waffe nicht haushalten. Wer ist hier? Oh! Und da nehme ich jetzt auch meinen Kopf, dass ich die hier dann voll habe, also Sturmgewehr. Okay. Aufgenommen und lieber nochmal speichern. Gut. Oh, ihr wollt mich verarschen. Alter. Ist sie dead? Alter, jetzt. Ich glaube, der ist jetzt tot. Muss jetzt nicht noch 100.000 Mal reinschießen. Okay. Dann machen wir einmal so. Okay, jetzt muss ich hier nur runter. Ich verliere Ihr Signal. War ja klar. Wo bin ich hier? Lieber nochmal gucken, nicht dass hier irgendwo was versteckt ist. Hey, gut, dann können wir hier hoch. Oh ne, soll das heißen, so suchen sie einen Weg zurück in das Hauptgebäude. Oh. Wir sind also ganz weit unten, müssen wir ganz weit nach oben. Juhu! Okay. Ah. Also da kommen wir jetzt wohl nicht so einfach durch. Aber ich glaube, dadurch haben wir jetzt einen anderen. Ja, jetzt haben wir einen anderen Weg. Jetzt kommen wir nämlich hier hoch. Alter, dass das Gebäude überhaupt noch steht, ey. Wofür Mist wir hier verursachen? Warte mal, ist hier unten was? Ja, danke. Brauche auch frische Luft hier drin. Alter, was ist hier los? So viel haben wir auch nicht eingerichtet. Behaupte ich mal. Oh. Und? Lebendige Objekte. Okay, ich würde sagen, dies war es jetzt erstmal von der 11. Folge von
Ist mein Dorf Satans, wollte ich gerade sagen, von 4. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Euer Dax selber. Bis dann.